Hell der Feline von Albert van Meingard. Gelesen von Dave von der Kantorgrille. Kapitel 2: Der König. Arf wachte auf. Es war dunkel um ihn rum und seine Kleidung war kalt und feucht. Er blinzelte und versuchte sich zu bewegen. Sein Körper fühlte sich immer noch ein wenig taub an und er brauchte ein paar Versuche, um sich aufrappeln zu können. Sofort stieß sein Kopf an einer Stange an. Der Käfig, in dem er sich befand, war zu klein, als dass er sich aufrichten konnte. Er kroch vorwärts und tastete mit seiner Hand nach den Wänden. Keine zwei Schritte vor ihm ertastete er weitere metallene Stangen. Er streckte seine Finger zwischen die Stangen hindurch und fühlte groben Stoff. Er rief mit einer ängstlichen Stimme, »Wo bin ich?« und hörte, wie sich ganz in seiner Nähe etwas bewegte. »Er ist aufgewacht«, rief eine Stimme rechts von ihm. Das Tuch, das über seinem Käfig lag, wurde fortgerissen und Arf sah blinzelnd in den Schein einer Fackel. Eine auf 2 Meter stehende, etwa 1 Meter hohe Katze blickte ihn an. Ihre Gliedmaßen sahen menschlich aus und ihre 4 Finger an jeder Hand endeten in kurzen Krallen. Die Katze hatte kurzes weißes Fell mit braunen Flecken, das ihren ganzen Körper bedeckte. Ihr Gesicht hatte menschliche Züge, war aber ebenfalls fellbedeckt und lange Schnurrhaare sprossen seitlich aus ihren Backen. An ihrem Mund waren noch ein paar Krümel von einem Brot, das sie während ihrer Wache gegessen hatte und das jetzt neben ihren Füßen auf einer grünen Holzmaske lag. Jetzt, wo das Tuch entfernt war, konnte Arf den Raum um sich erkennen. Er war etwa 1,5 Meter hoch und die Wände bestanden aus festgeklopfter, wurzeldurchzogener Erde. Arf dachte kurz daran, wie er hierher gekommen war. Dieser Gedanke wurde aber in den Hintergrund gedrängt, als ein zweites Wesen in den Raum trat. Es war eine etwas größere Kreatur, mit braunem Fell und schwarzen Streifen, die eine graue Maske mit einem roten, 4-fingrigen Handabdruck trug. »Su, wieso trägst du deine Maske nicht?« Die weiße Katze, die Su genannt wurde, sah den Neuankömmling gelangweilt an. »Als ob er jemals wieder hier rauskommt, Gruhl. Ich war hungrig und unter diesen Dingern ist es so stickig. Jetzt hör auf, hier rumzutun und zieh es ab. Ich hab die rote Tatze gesehen. Jeder hat sie gesehen. Also sei nicht so ein Angeber und demaskier dich. Ich weiß, wie die Vorschriften bei Menschen sind, aber dieser hier wird niemals davon erzählen können.« Gruhl schnaufte und zog seine Maske ab. Die schwarzen Streifen zogen sich über das Gesicht des Katers weiter. »Die rote Tatze habe ich bekommen, weil ich diesen kleinen Menschling gefangen habe.« Gruhl schien stolz darauf zu sein. Su fauchte. »Die hast du bekommen, weil Myr diesen Menschen gefangen hat und du ihn ihm weggenommen hast. Myr hätte diese Maske bekommen sollen, aber stattdessen hast du ihn halbtot geprügelt und hast den Ruhm an dich gerissen.« Gruhl lachte. »Dein Sohn hat seine Lektion gelernt. Er wollte sich doch nur beim König einschleimen, mit einem Menschenkind als Geschenk.« In Sus Augen blitzte Mordlust. »Er wurde entdeckt und wollte keine Sauerei hinterlassen.« Arf, der still dran saß, den beiden mit großen Augen zusah, fragte, »Sauerei?« Su und Gruhl sahen ihn verwirrt an. Sie schienen vergessen zu haben, wo sie waren. »Egal, ich bringe jetzt meine Beute zu dem König. Er wollte ihn sehen und danach entscheiden, was damit passiert. Ich hoffe, er lässt genug davon übrig, um mir noch ein Amulett zu machen. Und jetzt mach den Käfig auf.« Su zog einen Schlüssel aus der Tasche, die sie um die Schulter an der Seite trug, und öffnete den Käfig. Arf ließ sich aus dem Käfig auf die Beine zerren. Gruhl schubste ihn unsanft an Su vorbei, durch den Ausgang, auf einen Gang, dessen Wände wiederum nur aus Erde bestanden. Er stieß ihn nach links, den absteigenden Gang hinunter, auf eine Holztür zu, hinter der man Maunzen und Gelächter hörte. Donar stand vor der dorfältesten Korla. Der letzte Tag war nervenaufreibend für den in die Jahre gekommenen Mann gewesen. Er hatte angefangen, sich Sorgen zu machen, als Arthur nicht zum Abendessen erschienen war. Er war an den Fluss gegangen, um seinen Sohn dort zu suchen. Er hatte eine Spur den Fluss hinuntergefunden und war ihr bis zu dem See gefolgt. Dort hatte er Kampfspuren, seltsame Pfotenabdrücke und Blut entdeckt. Danach war er in Panik wieder zurückgelaufen, um die dorfälteste Korla zu informieren. Und hier stand er nun. Er hatte ihr von seinem Pfund erzählt und die Pfotenabdrücke beschrieben, und nun sah sie ihn nur mit einem müden Blick an und schwieg schon seit einer Weile. »Weißt du, woher Feline stammen, Donar?« Korla hatte sich auf einen ledergepolsterten Sessel gesetzt und starrte ihn an.
Nein, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich mag diese Riesenkatzen nicht. Caller, bei allem Respekt, aber was hat das mit meinem Jungen zu tun? Donar war außer sich vor Sorgen. Du hast recht, Schmied. Jetzt ist keine Zeit, darüber zu reden. Geh ihn suchen. Hier, nimm das. Sie humpelte zu einem niedrigen Tisch und kritzelte auf einem Blatt herum. Das ist eine Bestätigung, dass du meine Erlaubnis hast, zwei Jäger abzubeordern, die dir bei der Suche nach deinem Sohn helfen. Danke, Älteste. Vielen Dank. Donar nahm das Blatt an sich und lief los. Als er zur Tür des Hauses der Ältesten rauskam, stieß er mit Sephra zusammen. Sie entschuldigte sich bei ihm und fragte, ob es ihm gut ginge. Sephra, du kommst genau richtig. Schnell fasste er seine Geschichte zusammen und zeigte ihr Callers Blatt. Die Jägerin hörte ihm aufmerksam zu und stellte keine Fragen. Ich werde Friedrich holen und meinen Panzer anlegen. Ich empfehle dir auch eine Rüstung anzuziehen, wenn du sowas besitzt, antwortete sie, nachdem er ausgesprochen hatte. Du hast recht, ich werde am Fluss auf euch warten, bitte beeilt euch, sagte er im Davongehen. Sephra war eine großgewachsene, blonde Frau Mitte 20 und gleichzeitig die einzige Jägerin im Dorf. Sie war vor 6 Jahren wie aus dem Nichts aufgetaucht und war am Anfang nur auf Spott und Verachtung gestoßen, da sie eine Jägerin sein wollte. Kaula aber hatte dafür gesorgt, dass sie gleichberechtigt zu den Männern behandelt worden war, nachdem sie ein langes Gespräch mit ihr allein geführt hatte. Sephra war eine stille Frau und hatte jeden Mann verschmäht, der sein Interesse an ihr geäußert hatte. Sie hatte sich eine kleine Hütte gebaut und beteiligte sich normal am Alltag des Dorfes. Auf die Fragen, woher sie gekommen sei, hatte sie nie geantwortet. Donar mochte Sephra. Sie hatte immer rechtzeitig bezahlt und auch ab und zu Leckereien verarft dabei gehabt. Er kam an der Schmiede an und zog seine Schmiederschürze und Handschuhe an. Danach nahm er sich den Hammer, der ihm damals schon geholfen hatte, zur Hand. Er überlegte kurz, dann nahm er doch einen der kleineren Hämmer, die immer noch ziemlich groß waren. Er wollte seinen Sohn suchen und das lange, schwere Ding würde ihm nur im Weg sein. Er schnappte sich einen der Helme, die sein Sohn zur Übung geschmiedet hatte, entzündete eine Fackel an der Restglut der Schmiede und eilte los Richtung Fluss. Arf trat durch die Tür. Er befand sich nun in einem 3 Meter hohen und mindestens 10 Meter breiten quadratischen Raum. Während in den 2 Räumen davor alle Wurzeln abgeschnitten waren, waren hier einige stehen gelassen. Armdicke Wurzeln schlängelten sich von der Decke durch die Luft, um in den Wänden wieder zu verschwinden, wodurch eine Art Wurzelkuppel entstand. Ar vermutete, dass sie sich direkt unter einem der großen Bäume des Waldes befanden. In der Mitte des Raumes befand sich eine knollige, willkürlich aussehende Erhebung von etwa 1,5 Meter, auf der größte Kater saß, den er je gesehen hatte. Das Geschöpf war mindestens 1 Meter hoch und saß dabei noch. Er hatte schwarzes Fell und einen weißen Fleck über seinem linken Auge. In seiner Hand befand sich eine mager aussehende, gebratene Ziegenkeule, von der er gerade fraß, als Arf, halb durch die Tür geschubst, hineinstolperte. Ach, wen haben wir denn da? Unser kleines Menschlein. Wie heißt du? Die Stimme des Katers ähnelte nichts, was Arf bisher gehört hatte. Sie war barsch und irgendwie ölig. Ich heiße Arthur, stotterte er. Arthur? Tritt vor meinen Thron oder willst du weiter bei dieser Tür stehen bleiben? Ruhe, schließ bitte die Tür, nicht dass es noch zieht. Er schien über seine Bemerkung zu lachen. Arf trat mit klopfendem Herzen an die Erhebung heran, die der Kater Thron genannt hatte. Erst jetzt bemerkte er die ganzen Katzen, die überall im Raum verstreut waren. Es waren sicher 2 Dutzend. Einige aßen kleine Fleischstücke und 2 Kater kämpften in einer Ecke um den Kopf einer Ziege. Die Katzen beäugten ihn alle und der große Kater in der Mitte grinste ihm unverwandt ins Gesicht. Ihr seid Feline? Der Kater verzog das Gesicht. Nicht wirklich. Früher hätte dieser Ausdruck wohl auf uns gepasst, aber nicht nachdem ihr ihn für diese Geschöpfe benutzt habt, die unter euch leben. Wir nennen uns Chakalakas. Weißt du, wer ich bin? Der Kater war aufgestanden und überragte den Jungen jetzt noch mehr. Der König? Sehr gut. Wir haben uns einen von den Schlauen geholt, meine Brüder und Schwestern. Der König lachte und schmiss die halb aufgefressene Keule einer kleinen Gestalt zu. Hier, von so einem schlauen Bengel hätten wir uns alle erwischen lassen können, spottete der König. Arthur kannte den jungen Chaka fast nicht wieder.
Mürs Gesicht war stark geschwollen und er hatte mehrere blutende Wunden auf seinen Armen und der Brust. »Nun, Arthur, was hast du von uns Schakalakas gehört?« Der König hatte immer noch die Spur eines Lächelns auf dem Gesicht, war sonst aber ernst geworden. »Nichts. Ich wusste nicht mal, dass ihr existiert.« Arthur wurde seltsamerweise völlig ruhig. Es war, als weigerte sich sein Verstand zu akzeptieren, dass er sich mehrere Meter unterhalb der Erde mit einem riesigen Kater unterhielt. »Lüg doch nicht so dreist! Deine Eltern müssen dir doch von den Schakalakas erzählt haben oder von der Schlacht!« Der König schien nun ernsthaft verwirrt zu sein. »Nein, ich habe von euch in einem alten Märchen gehört und da wart ihr keine Katzen.« Die Schakas um ihn rum tuschelten und fauchten. Der König erhob seine Tatze und rief: »Schnauze!« Sofort verstummte es im Raum. »Sie haben also nichts von uns erzählt? Sie zerstören unsere Heimat und wir geraten keine 200 Jahre später in Vergessenheit?« Er fing an, auf die Katzen um ihn rum einzureden. »Brüder und Schwestern, ich weiß, dass ihr schon seit langem danach giert, die Menschen, die sich auf unserer Heimat niedergelassen haben, zu töten. Ich denke, langsam wird es Zeit, sie daran zu erinnern, wer die Schakalakas sind.« Die Schakas fauchten zustimmend. Der König wendete sich in die Ecke, wo vorher die zwei Katzen gestritten hatten. Einer der Kater lag regungslos in einer Blutlache, während der andere genüsslich das Fleisch von seinem Schädel nagte. »Zortak, zieht aus! Es werden Männer kommen, um nach dem Jungen zu suchen. Ich will ihre Rüstungen haben. Tötet sie!« Eine Gruppe von 9 Katern stand auf und näherte sich einem der zahlreichen Ausgänge, doch blieb kurz davor stehen. Der Kater mit dem leicht grün schimmernden Fell, der davor an dem Schädel gefressen hatte, sah den König an. »Die Zortak müssen immer 10 sein. Wir hatten eine kleine Auseinandersetzung.« Er schaute zu der Katzenleiche in der Ecke des Raumes hinüber. »Ghul, du wirst Brunner setzen«, antwortete der König kalt. Ghul verzog keine Miene und ging zu den anderen Katern hinüber. »Jetzt los, zack, zack. Sie könnten jede Sekunde hier eintreffen. Ihr habt nicht viel Zeit, wenn ihr sie überraschen wollt.« Er wandte sich an Arf. »Du bist so nützlich, kleiner Menschling. Als Dank lasse ich dich am Leben, solange diese Sache geht. Du hast es dir verdient.« Er machte eine wegwerfende Handbewegung. »Jetzt bringt ihn weg!« Sofort wurde Arf von 2 Katzen gepackt und wieder Richtung Tür geschleppt, aus der er gekommen war. Auf dem Weg nach draußen hörte er den König sagen: »Siehst du, Myrrh, wie sich doch alles zum Besten wendet. Und das alles nur, weil du so einen guten, gütigen und weisen König hast. Denkst du nicht, dass seine Füße es verdienen würden, mal geleckt zu werden?« Die Katze zu Arths Linken verkrampfte ihr Gesicht bei diesen Worten. »Natürlich verdient sie es«, antwortete ein dünnes Stimmchen. Das Letzte, was Arth sah, bevor sich die Tür zu dem Thronsaal schloss, war der geschlagene Myrrh, der auf allen Vieren zum König kroch.